Hallo, ich bin Katharina von der Fit for Fun und ich bin heute für euch im Jump House in Poppenbüttel und teste für euch den Ninja Warrior Parcours. Und den lasse ich mir jetzt erstmal von der lieben Isabel erklären. Ja, wir haben hier im Jump House 4 verschiedene Ninja Warrior Parcours, unsere sogenannte Ninja Box. 2 sind hier unten im Erdgeschoss und 2 sind oben in der Höhe. Da muss man ein bisschen schwindelfrei sein. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die beiden unteren an. Hier auf der linken Seite geht es tatsächlich ein bisschen mehr um Armkraft. Das heißt, da wird viel gehangelt. Da kommt hier erst eine Leiter, die am Anfang natürlich schon relativ anstrengend ist, so zum Einstieg. Hier hinten geht es ein bisschen mehr um Balance beim zweiten Hindernis. Das heißt, das ist alles sehr wackelig. Da ist so ein Trapez, das wackelt, schwingende Leitern und dann musst du dich hier durchhangeln. Da geht es eben, wie gesagt, eher um Gleichgewicht. Und dann kommen die sogenannten Käsescheiben. Die kennt man auf dem Fernsehen auch schon zum Teil, Käsetüren. Das heißt, da sind Löcher drin. Das sind Türen, die von rechts nach links wackeln. Da geht es um Kraft, auch um Balance. Und danach musst du nochmal durch die klassischen Ringe hangeln. Also da nochmal ordentlich Armkraft. Und dann ist Parcours 2 am Ende geschafft. Genau, in Parcours 1, den sehen wir im hinteren Bereich. Da sind vorne ist der sogenannte Fünfsprung, den kennt ihr auch aus dem Fernsehen bei Ninja Warrior. Also wenn man langsam drüber läuft, fällt man schneller, als kleiner Tipp. Das heißt, ein bisschen Mut und Gas geben. Und dann kommt eben eine hängende Leiter. Das ist so ein bisschen wie dieses Cargo-Netz, in dem man sich unten entlang hangeln kann. Dann musst du einmal mit der Leiter hinschwingen, unten entlanghangeln und dann hast du am Ende die Wahl, ob du an einer klassischen Boulderwand klettern möchtest. Braucht ein bisschen mehr Zeit, aber weniger Kraft. Oder ob du eher hier den Tarzan-Move machen möchtest, das heißt an den Seilen dich entlangschwingen bis zum Ende. Das heißt, es sind unterschiedliche Fertigkeiten in beiden Parcours gefragt, je nachdem, was dir mehr liegt. Armkraft, Balance, Geschwindigkeit, also von allem ist ein bisschen was dabei. Okay, jetzt wo ich mir den Parcours nochmal angeguckt habe, glaube ich, dass ich die ganzen Hangelpassagen ziemlich gut hinkriegen werde. Bisschen Respekt habe ich vor den koordinativen Übungen und vor allem vor diesem Fünfsprung hier vorne, wo man so ganz schnell rüberlaufen muss, weil ich Angst habe, dass ich da abrutsche und umknicke. Und los! Los. Ja, der Parcours hat total Spaß gemacht, aber es war viel anstrengender, als ich dachte, weil das alles sehr wackelig und instabil ist. Und ich bin echt ganz schön außer Atem gekommen, muss ich sagen. Am leichtesten ist mir die Boulderwand gefallen, weil ich regelmäßig selber bouldern gehe. Und diese Hängebrücke sozusagen, weil ich mich da schön lang hangeln konnte. Was waren für dich die schwierigsten Aufgaben? Diese eine Station mit den Trapezen, weil die super wackelig waren. Also da musste ich mich echt ganz schön zusammenreißen, dass ich nicht runterfall, weil das so viel Koordination war. Was ich sonst nicht mache. Für den einen Parcours habe ich ja 54 Sekunden gebraucht. Das geht schneller, da müsste ich dann noch mal ein bisschen üben. Ja, also für den ersten Versuch war das ja schon mal ziemlich gut, fand ich. Sah auch echt sportlich aus. Man muss dazu sagen, die Ninja Warrior Profis, die das auch im Fernsehen machen, die fliegen durch den ersten Parcours in unter 10 Sekunden und durch den zweiten in ungefähr 20. Insofern, da ist noch Luft nach oben, aber du hast es ja auch zum ersten Mal gemacht.
Ja, also hier in Poppenbüttel haben wir ganz viele Angebote für Leute, die Ninja Warrior mögen oder die auch mal Ninja spielen wollen. Wir haben nicht nur diese Ninja-Box, die beiden Parcours, wir haben auch welche oben in der Luft. Wir haben einen Kletterseilgarten, wo man in einen Klettergurt klettern kann und auch eine Zipline. Also bei uns ist das Publikum bunt gemixt. Da sind natürlich am Wochenende auch viele Kinder und Jugendliche da. Aber zu Feierabendzeiten ist das mal eine gute Alternative zum Fitnessstudio, um nicht immer das Gleiche zu machen. Es ist nämlich echt richtig anstrengend und dementsprechend ein gutes Workout. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert unseren Kanal, lasst uns einen Comment da oder aktiviert die Glocke und dann verpasst ihr kein Video mehr. Und wir sehen uns im Jump House.